Mobil, flexibel, erfolgreich. Junge Menschen auf dem Karriereweg. Für die Generation Rollkoffer die passende Wohnform. Business-WG mit Einzelzimmern, aber 40 Mitbewohnern. Sobald die Leute bei uns zu Hause ankommen, ist der Anzug weg und dann kommt die Jogginghose und das T-Shirt. Und man erkennt viele Leute halt überhaupt nicht mehr wieder. Klar, man ist viel unterwegs, aber ich wollte jetzt nicht nach Hause kommen, allein irgendwie in einer Wohnung sein, die ganze Woche nicht bewohnt ist. So kommst du nach Hause, es ist eigentlich immer jemand da. Man freut sich, man tauscht sich aus, man fragt, wie geht's dir, wie war dein Tag? Und das ist jetzt nicht eine Höflichkeitsfrage, wie es vielleicht bei anderen so wäre, sondern es ist wirklich ernst gemeint. Und ja, die WG hat es halt ermöglicht, dass ich mich in Düsseldorf zu Hause fühle. Abends bietet die WG Heimat auf Zeit. Zuflucht für junge Gutverdienende, die hart am Karriererad drehen. Heute hier, morgen dort. Leben in der Business-WG. Jetzt in der ZDF-Reportage. Sonntagmorgen. Projektmanager Danny Trost auf dem Sprung nach Hamburg. Seit 10 Monaten lebt er in der Düsseldorfer Business-WG, herrscht über sein kleines Reich von knapp 15 Quadratmetern. 600 Euro Miete zahlt er für das möblierte Zimmer. Ein stolzer Preis. Aber eine eigene Wohnung kam für ihn gar nicht erst in Frage. Ich hatte keine Zeit, wenn ich ehrlich bin. Ich bin relativ kurzfristig hierher gekommen und hatte deswegen nicht so großartig die Zeit, mir eine eigene Wohnung zu suchen, das Ganze dann vielleicht noch über einen Makler laufen zu lassen etc. Und mir hat dieses Konzept einfach sehr zugesagt. Und das Lebensgefühl ist eigentlich ein sehr schönes. Also als ich hier eingezogen bin, haben hier, ich glaube, 25 Leute oder so gewohnt. Und man hat halt gleich 25 neue Freunde. Allein und doch in der Gruppe. So lebt man heute. In ein entkerntes Bürogebäude wurden 40 schicke Zimmer für aufstrebende junge Damen und Herren gebaut. Auf 3 Etagen verteilen sich die Wohnräume, Gemeinschaftsbäder und Toiletten. Prunkstück des Hauses ist der Community-Bereich, früher Küche und Esszimmer genannt. Oh yeah! Martin! Das sieht echt scharf aus. Immer sonntags steht in der großen Wohngemeinschaft ein gemeinsames Frühstück an. Dafür zahlt jeder 25 Euro im Monat. Die WG-Bewohner sind zwischen 20 und 35 Jahre alt, arbeiten viel und feiern gern zum Ausgleich. Das Sonntagsfrühstück ist, glaube ich, sehr revitalisierend. Es ist immer so ein schönes Come-Together von allen. Und naja, man hört halt so die Geschichten vom Vorabend. Sieht noch ein paar zerstörte Gesichter, manchmal isst man es auch selbst. Und es ist einfach schön, weil es ist einer der wenigen Momente, wo wirklich mal alle zusammenkommen, die da sind. Ja gut, es verstehen sich auch nicht immer alle. Genau so. Das kann man natürlich, muss man natürlich auch sagen, aber wir sind ja viele Personen, da kann man sich dann ja auch aus dem Wege gehen. Und das passiert jetzt auch nicht so häufig. Aber der Danny hat hier schon einen besten Freund gefunden. Ich hatte einen ganz speziellen Freund, ja. Ich bin ein tierischer Fan von Hygiene. Und wenn man dann so seine Bartstoppeln im Bad rumliegen lässt oder auch sonst immer so tierisch unordentlich ist und so, da habe ich einfach ein Problem mit. Weil ich habe das von zu Hause aus immer mitbekommen, räum deinen eigenen Scheiß weg. Was ist das? Wer macht denn sowas? Jo. Ja, das sollten wir dann vielleicht mal entsorgen. Ordnungsfreaks gegen Schmutzresistente. Die ganz normalen Alltagsprobleme einer WG. Das lebt schon. Ja, immer was Neues. Niemand fühlt sich hier besonders elitär. Den Titel Business-WG fand ich eher abschreckend hier ganz am Anfang tatsächlich. Das wäre fast der Grund für mich gewesen, hier nicht einzuziehen. Also eine WG von Berufstätigen, aber es ist keine reine Business-WG in dem Sinne, als dass wir uns zusammensetzen und uns über Aktienkurse unterhalten. Das habe ich hier auch noch nie erlebt. Also eigentlich ist es, ist der Begriff Business-WG gar nicht so richtig. Also ich glaube, wir ziehen uns hier mehr so ein bisschen vom Business zurück. Sonntags um 12 Uhr schlafen die meisten WG-Bewohner noch. Es gibt Frühstück! Frühstück! Frühstück!
Viele von ihnen sind nur für kurze Zeit in Düsseldorf, pendeln oder verbringen vor allem das Wochenende hier. So wie Fabian, der Unternehmensberater. In der Business-WG gibt es keinen Dresscode. Wer die ganze Woche im Anzug mit Krawatte verbringt, kommt heute gerne locker. Die Frage hat sich jeder gestellt, ist nicht mit. Die Bewohner zahlen keine Maklerkortage, haben kurze Kündigungsfristen und in der Pauschalmiete ist alles mit drin. Vom WLAN über die Putzfrau bis hin zu Alufolie und Waschmittel. Montag, 6:30. Die Arbeitswoche beginnt. Fabian Palenta schmeißt sich wieder in Schale. Als Unternehmensberater bei Kunden wie der Telekom ist das ein absolutes Muss. Der 26-Jährige wohnt seit 4 Monaten in der WG. Die Woche über ist er unterwegs, kriegt vom WG-Alltag nur wenig mit. Und doch ist er froh, hier zu wohnen. Wenn man jetzt die ganze Woche unterwegs ist, dann ist man zwar viel mit Kollegen zusammen, auch abends ist man eigentlich nie allein, das ist eigentlich ganz gut. Aber wenn man jetzt hier ist, man hat eigentlich die Wahl, was möchte man machen. Möchte man jetzt die ganze Zeit mit Leuten noch irgendwas unternehmen oder sprich einfach sich zurückzuziehen. Aber wenn man eben was machen möchte und die Wochenenden sind immer sehr intensiv, dann findet man immer jemanden, um irgendwas machen zu können, sei es weggehen, sei es Sport treiben oder einfach nur gemeinsam essen. Während die anderen noch schlafen, beginnt für Fabian Palenta die allwöchentliche Reise mit dem Rollkoffer. Heute hier, morgen dort. Der Unternehmensberater ist viel auf Achse. Sein Wochenplan ändert sich ständig. Sein Arbeitgeber residiert in Düsseldorf und Stuttgart. Er betreut Kunden in Bonn, Berlin und Darmstadt. Fabian Palenta stammt aus einem kleinen Dorf im Schwabenland. Heute steht ihm die Welt offen. Er ist gut in seinem Job, professionell. Er liebt das Unterwegssein. Sein Leben ist eine Jagd nach Taxis, Flugzeugen und Zügen. Er ist immer erreichbar, immer am Arbeiten. Dank Smartphone und Computer kein Problem für ihn. Doch heute ging irgendwie etwas schief. Scheiße, ich habe meinen Laptop nicht da. Wie bitte? Nun muss improvisiert werden. Ein wichtiger Termin bei der Telekom in Bonn und der Laptop zu Hause auf dem Nachtschrank. Jetzt sind Managerqualitäten in eigener Sache gefragt. Ja. Nee, schau mal direkt am Nachttisch unten drin. Am Nachttisch, wenn du da reinkommst. Ja, das ist er. Wie gut, dass es die WG gibt. Innerhalb von 10 Minuten hat Fabian Palenta alles wieder im Griff. Der Arbeitstag ist gerettet. Ich weiß ja, welche Mitbewohner auch früh aufstehen und die Uhrzeit wach sind. Normal lasse ich auch meinen Schlüssel oft zu Hause, jetzt heute nicht. WG-Bewohner haben Ersatzschlüssel. Dann müssen wir einfach jetzt heute Morgen kurz jemand rausklingeln und den Laptop nachschicken. Also das ist dann kein Problem. Zum Glück. Sonst würde ich jetzt zurückfahren. Langsam erwacht die Business-WG zum Leben. Auch Tatjana Dusbaba muss los. Die 27-jährige Verkaufsleiterin einer großen Supermarktkette ist ständig auf Tour. Ihr Programm diese Woche: 6 Filialen an 5 verschiedenen Orten. Und wie immer wenig Zeit für Privatleben. Am Wochenende allerdings will sie endlich mal wieder Eltern und Freunde in Bremen besuchen. Bevor sie die Business-WG für sich entdeckte, lebte Tatjana in Hotels und Ferienwohnungen. Wie lange sie in Düsseldorf bleibt, weiß sie noch nicht. Ja, ich möchte mich jetzt einmal gar nicht so festlegen, muss ich sagen. Ich habe gar nicht so den Wunsch, eine eigene Wohnung zu besitzen. Was man immer so denkt, zu Hause schön auf dem Sofa sitzen, habe ich irgendwie gar nicht. Ich bin irgendwie sehr gern unterwegs, freue mich immer, wenn ich irgendwo anders hinkomme, wenn ich mal Seminare oder so habe und dann wieder im Hotel lebe. Ich weiß nicht, ich mag das einfach, immer schon so. Man kann mir immer schon eine Tasche in der Hand geben und los geht's. Bevor es losgeht in Anzug und Business-Kostüm, wird schnell noch gefrühstückt. Na, die haben wieder Rotwein getrunken. Spuren von gestern Nacht. Na, wie war es gestern? Jeder in der WG gestaltet seinen eigenen Tagesablauf. Unabhängigkeit ist den jungen Leuten wichtig. Die meisten wollen sich noch nicht binden, weder an eine Stadt noch an einen Partner. Wo die
Leute früher gerne mehr die Sicherheit wollten, an ihrem Heimatort irgendwie bleiben. Es ist heute mehr die Generation, die auch so ein bisschen das Abenteuer, das Adventure sucht und in eine andere Stadt will und hier immer mal wechseln und da immer mal wechseln. Ich bin halt, später binden will auch. Ja. Also früher glaube ich schon so. Ich habe das als Kind auch gedacht, so mit 24, Mann, Kinder. Also ich habe ein Haus, habe zwei Kinder, fand das total toll. Umso älter ich werde, umso weiter geht das nach hinten. Um 7.30 Uhr beginnt Tatjanas Arbeitstag. 12 Stunden Job liegen vor ihr. Sie ist ehrgeizig, will vorankommen. Dafür nimmt sie eine 70-Stunden-Woche gerne in Kauf. Der Samstag ist selbstverständlich ein ganz normaler Arbeitstag. Tatjana Dusbaba hat BWL studiert. Kaum das Diplom in der Tasche, fand sie einen festen Job mit Verantwortung für 60 Mitarbeiter. Dusbaba. Ja, guten Tag, Frau Dusbaba, hier ist Wellenkletter. Ich hätte eine Frage, ob Sie nächste Woche auch in unserer Filiale vorbeikommen könnten. Ja, gibt es einen bestimmten Anlass? Oder möchten Sie auch nur was mit mir besprechen? 7:30? Ja, das passt mir, genau. Schön. Ihr Arbeitsalltag findet zu einem großen Teil im Auto statt. Sie eilt von Filiale zu Filiale. Ein festes Büro hat sie nicht. Das Auto ist ihr Arbeitszimmer, ihr zweites Zuhause. Viele Kilometer fährt sie in der Woche. Man kann sagen 1000. Ich habe das Auto jetzt seit August. Also August, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar. Ein paar Monate. Und habe jetzt etwas über 30.000 runter. Und ich bin schon viel am Auto fahren. Auch für Projektmanager Danny Trost geht es wieder los. Seit 10 Monaten pendelt der 25-Jährige zwischen Düsseldorf und Hamburg. Eine große Kommunikationsagentur stellte ihn ein, bevor er überhaupt sein Studium beendet hatte. Er mag dieses Hin und Her. Wer kennt es gar nicht anders? Richtig gesettelt war ich ja nie. Ich bin in meinem Leben jetzt schon 18 Mal umgezogen. Habe das bedingt durch meine Familiensituation, dadurch, dass mein Vater in seinem Job immer sehr viel unterwegs sein musste und so, war uns das... Ja, es ist uns quasi in die Wiege gelegt worden, flexibel zu sein, unterwegs zu sein. Und das gehört dazu. Danny ist gerade dabei, sein Studium in Medienmanagement an einer Hamburger Privatuni zu beenden. 1,5 Jahre lang hatte er in der Hansestadt eine Freundin. Dann kam das verlockende Jobangebot noch vor Beendigung seines Studiums und sein Umzug nach Düsseldorf. Die Beziehung war erledigt. Wenn sowas dann daran scheitert, ja, dass man irgendwie wegziehen musste und es einfach nicht anders lösen konnte, aber man selber gar nicht so viel dazu konnte. Also es ist nicht, weil ich ein Arschloch war oder großartig was falsch gemacht habe, sondern es ist einfach nur, weil ich 460 Kilometer weitergezogen bin. Eine Liebe geopfert für den Job. Für Danny ist das normale Härte. Im Moment zählt nichts mehr als die Karriere. Immer flexibel bleiben, bloß nicht schwach werden. Unternehmensberater Fabian Palenta kommt, ohne seinen Laptop, in Bonn bei der Deutschen Telekom an. Ein langer Tag liegt vor ihm. 60 Stunden Minimum arbeitet er in der Woche. Sitzt in Besprechungen, in Meetings, mit Kollegen, mit Kunden. Heute werden es wieder mal mindestens 10 Stunden vor aufgeklappten Computern sein. Die wissen nicht, dass wir da. Gott sei Dank, die Sache mit seinem Laptop hat sich erledigt. Jemand aus der Business-WG hat ihn nachgeschickt. Aber eigentlich sehen wir die Sache erstens, zweitens. Auch für den jungen Unternehmensberater ist der Job momentan sein Lebensinhalt. Mit 26 Jahren denkt er nicht ans Heiraten, geschweige denn an eine Familiengründung. Das Thema hier, dass jetzt hier am Ende des Tages Rollenexperten sind. Auch Danny Trost möchte erstmal beruflich was Richtiges erreichen. Morgen wird der Projektmanager hier in Hamburg seine Bachelorarbeit abgeben und damit sein Studium beenden. Dann soll es richtig losgehen mit der Karriere. Doch heute ist noch Zeit für einen Besuch bei Mama in Quickborn. Hi, mein Schatz. Hallo, meine Mami. Lange nicht gesehen. Hi, Liebling. Du hast die Haare kürzer. Ja, schön siehst du aus. Hi. Dannys Mutter ist Immobilienmaklerin. Sie hat nie lange an einem Haus gehangen, ist mit ihren Kindern immer wieder umgezogen. Normal ist mir
Kein Paniermehl? Salz und Pfeffer. Ihre drei Kinder wollte sie zu selbstständigen, verantwortungsvollen Menschen erziehen. Sie ist stolz auf Danny. Weiß auch, dass er durch die vielen Umzüge nie ein richtiges Heimatgefühl haben konnte. Okay, jetzt nehmen wir erstmal hier. Sie ist das Heimatgefühl. Ja. Also das Haus per se könnte auch jede andere Bleibe sein, aber Mama ist das Zuhausegefühl. Ja? Das ist doch schön. Doch, also, oh. Ist doch so, oder? Das ist schön. Ist doch schön, so. Wenn die Kiddies alle immer zurückkommen. Ne? Und schön, wenn sie auch mal wieder gehen. Wir haben hier jetzt nämlich im Moment noch zwei Zimmer frei. Wir können währenddessen in der Business-WG. Joanna Knutzmann führt eine neue Bewohnerin ins B durch die freien Räume. Schön groß. Das hier liegt jetzt bei 630 Euro. Doreen aus Dresden hat kurzfristig einen Job in Düsseldorf gefunden. Sie hat die letzten Tage in der Jugendherberge gewohnt. Das hier ist dann das etwas kleinere Zimmer. Ach, das hat dann auch ein kleineres Bett. Wird sich Doreen für ein Zimmer in der WG entscheiden? Das Einzige, worin es sich unterscheidet, sind, wir haben hier jetzt verschiedene Tagesdecken und Gardinen. Verkaufsleiterin Tatjana Dusbaba mal wieder auf der Autobahn, unterwegs zur nächsten Filiale in Oberhausen. Sie braucht das Unterwegssein, empfindet die Rastlosigkeit sogar als Luxus. Also ich finde das toll, dieses schnelle Leben, was viele anstrengend finden. Auch man arbeitet sicherlich viel, aber innerlich das Gefühl zu haben, man kann... Ich bin mein eigener Chef. Seitdem ich 22 bin, gestalte ich meine Tagesplanung selbst. Ich kann alles zwischendurch besorgen. Ja, das ist irgendwie mein Traumberuf. Und ich kann mir irgendwie im Moment gar nichts anderes vorstellen, weil mich das, auch wenn es oft stressig ist, doch sehr erfüllt. Arzttermine oder Einkäufe fürs tägliche Leben erledigt Tatjana zwischendurch. Um sich einen neuen Blazer und einen Schal zu kaufen, bleiben ihr genau 20 Minuten mit An- und Abfahrt. Doch Zeitdruck ist Programm bei ihr. Je voller der Tag, desto mehr Power fühlt sie. Stillstand wäre für die energiegeladene Frau ein Albtraum. Also wenn ich Freizeit habe, dann weiß ich immer gar nicht, was ich tun soll und denke doch irgendwie an die Arbeit. Dass bei mir wirklich so nach 10 Tagen Urlaub freue ich mich immer schon wieder richtig auf die Arbeit. So ganz witzig. Und es ist eigentlich nicht so wichtig, wie viel Freizeit man hat, sondern wie man die kurze Freizeit nutzt. Durch die Umstellung kommen. Können Sie mir das noch mal auf der Job stellen, ist stets präsent, das Handy immer greifbar. Als Führungskraft ist Tatjana für ihre Mitarbeiter immer zu erreichen. Die Arbeit ist ihr Leben. Wenn es beruflich gut läuft, fühlt sie sich auch privat glücklich und ausgeglichen. Besitzen Sie eine Fischenkarte von uns? Als Verkaufsleiterin ist sie eine Einzelkämpferin, immer allein unterwegs. Sie hat keine Kollegen, mit denen sie zur Mittagspause täglich in die Kantine geht. Es gibt in ihrem Arbeitsalltag wenig Routine. Jeder Tag sieht anders aus und richtet sich nach ihrer jeweiligen Route. Tatjana hat schon immer viel gearbeitet. Mit 16 Jahren saß sie bereits 3 bis 6 Mal die Woche an einer Supermarktkasse und besserte ihr Taschengeld auf. Am liebsten würde sie ewig in diesem Tempo weiterarbeiten. Der einzige Ruhepol in ihrem Alltag ist die WG. Endlich. Es ist soweit. Danny Trost hat in Hamburg seine Bachelorarbeit abgegeben. Nun kann er sich voll und ganz seiner Karriere widmen, obwohl ihm eigentlich der Sinn nach etwas ganz anderem stünde. Ich würde tierisch gern irgendwann mal wieder Urlaub nehmen. Hatte jetzt 3 Jahre lang leider keinen Urlaub und es fehlt schon. Also mal so ein bisschen zur Ruhe kommen, mal 2 Wochen lang einfach nur ausspannen, mal an einem Strand liegen, ein bisschen Sonne genießen, sowas würde ich gerne mal wieder machen. Aber noch ist das nicht drin. Danny will vorankommen. Er plant systematisch eine Top-Karriere. Er möchte sich von der Masse abheben und irgendwann seine romantischen Träume leben. Ich glaube, ich habe noch viel vor mir. Ich glaube, ich bin bei Step 1 angekommen. Und da kommen jetzt vielleicht noch so 3, 4, 5. Und vielleicht, wenn ich wirklich dann in meinem Haus mit Hund und Frau bin, ich glaube, dann bin ich angekommen. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis es soweit ist. Also 10 Jahre habe ich da locker noch. Danny ist ein aufstrebendes junges Talent in einer großen Düsseldorfer Kommunikationsagentur. Er arbeitet als Projektmanager 60 Stunden die Woche. Die Arbeit für die Uni kam noch obendrauf. Danny, kommst du? Ja. Komme. Danny ist strebsam, möchte keine Lücken in seinem Lebenslauf. Sein Chef Uwe Frese hat ihn von Anfang an gefördert.
Er hält große Stücke auf ihn, hat sein Potenzial erkannt. Danny ist mobil, flexibel und immer erreichbar. Quasi permanent im Job. Diese Flexibilität muss aber vorhanden sein. Also, und das ist eben der Unterschied zwischen der Generation, der Dennys Generation und meiner vielleicht. Wir haben das noch lernen müssen in den letzten 10 Jahren. Und die Kids von gestern und Jugendlichen und Heranwachsenden von heute, die haben das mit der Muttermilch aufgesogen. Die gehen da ganz natürlich mit um und arbeiten ganz natürlich in diesem Umfeld. Und das stresst sie auch nicht, was uns vielleicht ab und zu mal stresst, immer erreichbar zu sein. Schon im Oktober dieses Jahres allerdings wird Danny Trost wieder seinen Standort wechseln. Er fängt bei einem großen Unternehmen in München an, soll international eingesetzt werden. Singapur und Kalifornien locken. Aber jetzt wird erst einmal eingekauft. Er will in der WG die Beendigung des Studiums feiern. Hallo. Alles klar? Super, ich habe euch lange nicht gesehen. Wo waren wir denn? Ein Schnitzelessen für die WG. Solange er noch dort wohnt. Kunden gewesen, aber heute Abend möchte ich ein bisschen was für die WG kochen und bräuchte ein paar Schnitzel. Gerne. 35, wir sind ein paar mehr. Wunderbar. Danny weiß, dass es in München keine Business-WG gibt. Im Moment sucht er dort eine kleine Wohnung für sich allein. Ich bin wieder unterwegs ab nächste Woche Donnerstag. Geht's wieder los, nochmal nach München und dann bin ich erstmal eine Weile wieder hier. Dann komme ich auch wieder öfter. Versprochen. Schön. Versprochen. Brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. Habt ihr noch lecker Schinken? Feierabend. Danny ganz leger. Oder? Bei die Riesenteile. Ja. Über Facebook hat er die Mitbewohner zu seinem Schnitzelessen eingeladen. Und ich habe es ja spontan rausgefahren. Zwei Stündchen. Das war ganz schön. Nee, Samstagabend. Nach der Arbeit. Tatjana ist ausnahmsweise mal vor 21 Uhr zu Hause. Sie weiß, warum diese WG so gut funktioniert. Die Joanna, die macht ja immer so ein kleines Bewerbungsgespräch. Die sucht natürlich schon Charaktere aus, die relativ offen sind, relativ locker sind. Und dadurch passt das natürlich. Wenn jemand hier sehr engstirnig ist, wird das, denke ich, nicht passen. Aber wir sind alle doch sehr umgänglich, arbeiten viel, sind froh, wenn wir nach Hause kommen, alles ordentlich ist. Und es ist natürlich so, wenn es mal nicht ordentlich ist, dann gibt es auch gleich schon hier Abspülen. Joanna hat es geschafft, Doreen aus Dresden für ein Zimmer zu gewinnen. Ja, dann herzlich willkommen in deinem neuen Zuhause. Danke. Doreen passt gut hierher. Sie hat das Zimmer für 630 Euro genommen und macht sich gleich auf den Weg, um all die neuen Leute kennenzulernen. Das sieht ja toll aus, Danny. Es wird auch toll. Das wird noch nicht so richtig heiß hier rum. Aber stellt euch auch ziemlich geile Schnitzel ein. Und Claudia rockt hier dermaßen die Bratkartoffeln. Die WG ist ein Sammelbecken für junge Besserverdienende. Mit TV-Lounge, Sauna und Fitnessraum. Kommt jemand frisch hier rein wie Doreen, geht es natürlich erstmal ums Business. Ich arbeite in der Immobilienprojektentwicklung. Oh, cool. Und du, was machst du? Ich mache ein Praktikum. Ja? Ja, bei Startkraft. Aha. Norwegische Energiefirma. Ich bin Doreen, hallo. Ja, wir haben uns vom Fitnessrad getroffen. Micha, hi. Okay. Ah. Schön, hast du dich. Und du? Philipp. Hey, Philipp, wie geht's? Hallo. Wir kennen uns. Wir kennen schon? Wir wohnen ja nebeneinander. Was macht ihr? Der Valerie, der da hinten steht, mit dem Rücken zu uns und ich, wir arbeiten beide bei einer Hypothekenbank hier in Düsseldorf. Wenn in der WG das Leben tobt, hat Unternehmensberater Fabian Palenta in Bonn oft erst Feierabend. In 4 verschiedenen Städten wird er diese Woche arbeiten. Also jetzt momentan bin ich ja in Bonn. Ich weiß, dass ich morgen nach Berlin fliegen muss und Ende der Woche wieder in Darmstadt bin. Also das passt schon sehr gut. Es passiert nicht, dass ich morgens aufwache und nicht mehr weiß, wo ich bin oder wo ich hin muss. Um 6 Uhr ist Fabian Palenta heute aufgestanden. Um 20 Uhr geht es nun in Bonn ins Hotel. 4 Tage die Woche lebt Fabian in Hotelzimmern. Sein Job als Unternehmensberater bedeutet für ihn momentan alles. Er weiß, dass jetzt zu Hause in der WG gefeiert wird, während er allein ins Hotel geht. In der Düsseldorfer WG sind Dannys Schnitzel mittlerweile fertig und auch sonst herrscht bereits eine beschwingte, weinselige Partystimmung. Fast alle sind gekommen. Hallo.
Fabian geht, wenn er auf Tour ist, öfter mit den Kollegen noch etwas trinken. Manchmal auch noch ins Sportstudio. Er tut viel, um nicht einsam zu sein. Heute allerdings wird er früh ins Bett gehen, denn morgen um 5 Uhr geht es schon wieder in die nächste Stadt. Vielleicht kommt der Moment, dass ich irgendwann sage, ich habe die Schnauze davon voll. Aber momentan ist es nicht der Fall. Auch in der WG kann ich jetzt sagen, habe ich noch nicht die Schnauze voll. Vielleicht, weil ich auch unter der Woche nicht oft genug dort bin, damit ich alles so intensiv mitbekomme, dass vielleicht auch mal unter der Woche laut ist. Weil ich ja hier doch im Hotelzimmer öfters mal die Ruhe habe und vielleicht besser schlafen kann. Von daher lasse ich einfach die ganze Sache auch so wie bisher auf mich zukommen. Ich erhebe mein Glas auf alle Mitbewohner. Das Business färbt ab. Danny weiß sich in Szene zu setzen, auch privat. Alle an diesem Essen heute teilnehmen. Vielen Dank an. Das ist mein zweites Einstandsessen. Vielen Dank an Claudia, die mir geholfen hat. Vielen Dank an alle anderen Helfer. Ich wünsche guten Appetit. Wohl bekommst. Prost. In der Business-WG wird viel gefeiert. Es wird oft laut. Für die jungen Leute ist das der Ausgleich vom anstrengenden Job. Viele Nachbarn haben sich schon beschwert. Die WG ist nicht nur eine Zwecklösung. Doch wenn Danny in ein paar Monaten nach München zieht, wird er nicht groß zurückblicken. Düsseldorf war ein Zwischenstopp von vielen. Am nächsten Morgen um 5 macht sich Fabian in Bonn schon wieder auf den Weg. Er muss zum Flughafen. Ein Termin in Berlin ist dazugekommen. Schon heute Nachmittag allerdings fliegt er dann nach Frankfurt und von dort fährt er mit dem Zug nach Darmstadt. Wie schafft man so ein Pensum? Was ist wichtig, um nicht irgendwann ausgebrannt zu sein? Vielleicht ab und zu mal gut frühstücken. Früher war ich kein Frühstück, jetzt frühstücke ich ab und zu mal, heute nicht. Ansonsten positives Denken. Bis Spaß an der Arbeit gehört auch dazu. Sonst wird man sich morgen wahrscheinlich nicht so gut aus dem Bett quälen können, auch wenn der Wecker früher klingelt. Ja, Spaß an der Arbeit an sich, das würde ich sagen. Und der Rest ergibt sich dann, denke ich, einfach durch ein bisschen Sport als Ausgleich nebenher. Wie seine Mitbewohner lebt auch Fabian in zwei Welten. Unter der Woche wird hart gearbeitet, am Wochenende dann gefeiert und gelebt. Die 2 Tage in der WG sind für Fabian ein Ventil, das er dringend braucht. Hallo Martin. Hey, ich habe dich noch nie im Flieger-Outfit gesehen. Pilot Martin Fürssel ist nur sporadisch in der Business-WG. Nee, das heißt, ich krieg dich nie mit? Wenn ich komme, schläfst du schon und wenn ich gehe, schläfst du noch. Das kann sehr gut angehen. Wo geht's hin für dich? Ich fliege nach Schweden. Nach Schweden. Der Pilot ist ständig auf Standby. Wann immer die Firma, für die er einen Privatjet fliegt, einen Fluggast hat, muss er los. München. Zu einem Kunden. Die WG hat eine hohe Fluktuation. Abfahrt. Der Preis für das temporeiche Leben der Bewohner. Viel Erfolg. Danke für den Kaffee. Guten Flug. Ja, sehr gern. Und wir sehen, wann bist du wieder da? Am Donnerstag bin ich wieder da. Hau rein, tschüss. Bis dann. Dir auch, schönen Flug. Ade. Die Business-WG, ein Symbol unserer Zeit. Niemals stillstehen, keine Wurzeln schlagen. Immer offen für neue Chancen. Wer so leben will, der ist hier genau richtig. Die ZDF-Reportage wieder nächsten Sonntag um 18 Uhr. Besuchen Sie uns auch im Internet unter reportage.zdf.de.